Willkommen zu einem neuen Essenstest-Video. Und zwar habe ich hier die Fonzie's Original Mais-Snack mit Käse. Die habe ich mir gerade im Rewe geholt. Corn Snack with Käse steht nochmal auf Englisch. Na, ich kenne die überhaupt nicht. Das gab es in Halle überhaupt nicht. Und hier in Sangerhausen im Rewe habe ich die jetzt neu gesehen. Die gab es auch, glaube ich, noch mit Paprika-Geschmack oder so. 100 Gramm. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Dinger schmecken. So, wir gucken erstmal in die Tüte rein. Aha, die sehen so länglich aus, wie Pommes halt so sind. Hol mal einen raus. So sehen die aus. Ja, schön salzig auf jeden Fall. So, dann mal dran riechen. Mal an der Tüte riechen. Ja, riecht butterig, aber nach Käse riecht das nicht. Naja, dann probieren wir mal. Knusprig. Salzig. Oh, der Käsegeschmack fehlt. Also die Fonzie's gab es in Halle überhaupt nicht im Rewe. Die habe ich da nie gesehen. Aber das hier ist mal was ganz Neues. Aber die schmecken richtig gut. Die kann man abends mal zum Fußball gucken essen. Oder so, einfach mal so zwischendurch, so wie ich jetzt. Und die schmecken richtig gut. Ich zeige euch die nochmal. So sehen sie aus. Sehr leicht im Biss, auf jeden Fall. Also die schmecken richtig gut. Die werde ich dann, wenn ich das nächste Mal wieder im Rewe bin, dem Jörg mal schicken. Da kann er die auch mal testen. Weil ich glaube nicht, dass es die in Iserlohn gibt. Oder drüben im Westen. So, auf jeden Fall mal was Neues. Was Interessantes. Schmecken richtig gut. Jetzt schmeckt salzig, jetzt schmeckt käsig. Also man muss das schon ein paar, ne, so drei Hände voll essen. Bisschen Krümel an der Hände, bisschen Salz an der Hände. Aber die Fonzie's, die sind richtig geil.